Hallihallo, der Beutel hier. Leute, ich habe auf meiner Festplatte ein bisschen rumgewühlt und habe eine Stream-Aufzeichnung gefunden von einem alten Horrorspiel, das heißt Brassy Pies. Und ich habe das im Oktober 2020 gestreamt und habe mir gedacht, heute lädst du es mal hoch, heute schneidest du es mal zusammen und lädst die Kacke mal auf YouTube hoch. Das ist ein Game im PT-Style. Ist sehr gut gemacht und ja, viel Spaß damit. Schaut's euch an und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Bis denne. Ich trinke noch einen Schluck Angstbier. Ja, mal gespannt. Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zu einem kleinen Horror-Let's Play. Das Spiel nennt sich Brassy Pies oder Brassy Piss oder Brassy Pies. Ich habe keine Ahnung, es ist Französisch. Ich kann zwar Französisch lesen, aber nichts verstehen. Und ich denke mal, hier ganz oben geht's in das Spiel. Wir quatschen gar nicht lange. Da drüben ist Dunkelheit, hier ist ein bisschen heller. Wir gehen rein, ich habe Angst. Los geht's. Kann man einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Ach, guckt mal. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ihr wisst es bestimmt auch. Das ist ja sowas von PT. Oh oh. Da hätte ich das gewusst. Es ist dunkel hier hinten. Wir gehen da, wo es hell ist. Also es sieht schon so rein. Die Lampe sieht gut aus. So, was mich stört, ist, dass die Maus zu schnell ist. Aber ich glaube, man kann es... Ne, man kann es echt nicht einstellen. Schade. Okay. Da ist eine Kakerlake. Und ein hübsches Bild. Ich mache mir mal volle Bulle laut, dass ich richtig erschrecke. 20.36 Uhr. Gucken wir alles an. Kann ich denn? Was ist das hier? Hier ist dunkel. Okay. Ich kann hier halt nicht anklicken, so wirklich. Und ich kann hier auch nicht irgendwas zoomen. Okay, hier läuft ein Ventilator. Es ist wie bei PT, ne? Tatsächlich. Mit dem einen Unterschied, es wird später. Hier wird wahrscheinlich immer noch zu sein. Jo. Dass sie in den Spielen immer die Maus so schnell machen müssen, das nervt mich. Zumal ich es hier halt nicht einstellen kann. Und die Musik kann man leider auch nicht leiser stellen. Hört ihr mich eigentlich? Ja, YouTube-Aufnahme läuft. Ist das Bild noch das gleiche? Ja. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ey, warum ist die Musik so schweinelaut? Danke, Sascha. Hab die Taste gefunden. Die Frage ist, ob es denn jetzt immer so ist. Na egal. Die Musik war laut, ne? Ich glaube, ich muss hier auf alles ganz genau achten. Das Bild ist gleich. Die Uhrzeit ist jetzt später. Es wird doch immer später. War die Zigarette vorhin auch schon da?
Ich habe ja Angst, ne? Ihr wisst das. Hi Fenrir. Oh oh, stimmt, heute sagt die Uhrzeit ist genau die gleiche wie in echt. Ey, wirklich, ohne Scheiß, es ist jetzt tatsächlich im Stream 20.40 Uhr. Die Zigarette ist immer noch an. Ich glaube, wir haben ja was übersehen. Mann, was liegt denn hier noch auf meinem Schreibtisch? Ich brauche hier Ruhe. Ich habe hier bestimmt was übersehen, Leute. Kann man sich hier ducken? Weiß nicht. Irgendwie nicht. Aber wisst ihr, was ich noch nicht probiert habe? Ob man denn hier auch wieder zurück kann? Nö. Wartet mal. Muss ja gleich 20.41 Uhr hier in Real Life werden. Ja. Ey, leck mich am Arsch. Ich finde das nicht witzig. Was muss ich hier noch machen? Bisher ist alles noch normal. Hä? War das die Tür? Oh nee, das Geräusch kenne ich auch aus PT. Oh nee, ich hab Gänsehaut, Leute. Okay, aber es baumelt nichts an der Decke. Aus PT kenne ich es, dass da irgendwas an der Decke baumelte. Okay, der Ventilator geht jetzt langsamer. Sorry, dass ich so sprachlos bin, aber ich versuche irgendwie festzustellen, was hier eigentlich Phase ist. Ohne mir einzuscheißen. Was? Was war das? Ich hab's doch gehört. Kann ich nicht die Knarre nehmen? Alles klar, Fenrir. Kriegst dann einen schönen Raid ab. Wenn noch Leute da sind. Ey, was ist hier los, ey? Aber dann kann ich hier vielleicht aus dem Fenster gucken? Nee. Also ich weiß auch noch, bei PT musste man bestimmte Dinge angucken, sogar mit Zoom, aber hier gibt's ja keinen Zoom. Alter, nein. Na! Alter! Was war das? Oh Gott, ich muss schon wieder so pullern. Sind unsere Schritte, sind die gerade anders?
Leute. Jetzt läuft aber der Ventilator wieder. So ein einfaches Game, ja, kann einen so verrückt im Kopf machen. Das Bild ist immer noch gleich. Ach du Scheiße. Oh nee, was ist denn jetzt los? Hä? War das vorne ja auch schon da, das Ding? PS4. Leute, was ist hier los? Ist die Uhrzeit eigentlich immer noch? 20:45 Uhr tatsächlich. Ey, leck mich am Arsch. Was müssen wir denn jetzt machen? Hä? Wo kommt denn jetzt die Tür her? Oh Gott. Ich guck jetzt nicht hinter mich. Ach so, bei mir? Wo kommt denn jetzt die Tür her? Okay, das ist verwirrend. Hier ging gerade eine Tür auf, die ging links auf. Ich hab's links auf dem Kopfhörer gehört. Ach, leck mich doch. Psychoterror, ihr elender Mistscheiß. Es ist auch scheiße, unter so einem schnellen Ventilator durchzulaufen. Wenn der mal abstürzt oder so. Hi, hi, Biologe. Biervampir und Biologe im Chat. Ich bin verwirrt. Okay, der Ventilator steht wieder still. Also zumindest macht er lang leise. Oh je. Ist das ein gutes Zeichen? Verändert sich hier denn sonst irgendwas, Leute? Ich check das nicht. Und warum steht dieser dämliche Fernseher hin? Stell mal vor, du kommst abends nach Hause aus der Kneipe und willst runter in den Keller noch ein bisschen Billard spielen. Da bleibst du voll an dem Fernseher hängen. Puff und brichst dir voll das Genicke. Ein Rotz hier. So stellt man doch kein Fernseher ab. Hä? Was ist das? Hallo? Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Oh, das ist verwirrend. Ah, das sieht man ein bisschen den Ventilator laufen. Was, das Bild vorne hat sich verändert? Welches? Nö, das ist doch noch das. Das ist nur, weil da ein bisschen Gestrüpp hängt, oder? Oder welches meinst du? Oh Gott, ich will hier raus. Oh, ich hab so eine Gänsehaut. Toll, ist die Scheiße immer noch.
Nee, das Bild ist immer gleich, Gurke. Man muss ja hier immer irgendwas triggern, glaube ich, in solchen Spielen. Aber was? Okay. Warum spiele ich denn so eine Scheiße? Ich muss schon wieder übelst pollern. Oh, nee, nee, nee. Ich gehe da jetzt hier nicht wieder hoch. Ah. Oh nee, was ist denn das? Ich gehe da jetzt nicht hin. Hä? Ich sehe ja nichts, gar nichts. Die Tür ist aufgegangen. Nee. Hä? Also warum sie die Musik so laut gemacht haben, ist mir echt ein Rätsel, zumal man ja das nicht einstellen kann. Ich muss echt pissen, Leute. Aber ich will euch nicht mit diesem Rauschen hier alleine lassen. Hallo? Alter, ist das fies. Ich lasse euch jetzt hier alleine. Ganz kurz, ich muss wirklich pullern. Ich puller mir sonst hier in die Hosen. Ihr müsst genau auf dieses Bild gucken. Immer und immer wieder. Und dabei die Luft anhalten, solange ihr könnt. So, bis gleich. Das macht echt Spaß, euch zu ärgern. Das Bild ist übel.
Könnte man eigentlich mal einen Screenshot machen. Ach so, ist ja kein Steam-Spiel. Kann ich gar keinen Screenshot machen. Was ist denn passiert? Nein! Nein! Die hat sich nicht bewegt, während ich weg war. Mach die Scheiße jetzt hier aus! Oh! Ich habe irgendwas eingesammelt. Aber wie benutze ich's? Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Oh, dieses Fernsehrauschen, das geht mir so richtig auf den Sack. Das ist aber auch laut. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Hä? Die hat sich nicht bewegt, oder? Das hat die eben dahin gelegt, na klar. Hört auf, mich zu verarschen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich fühle mich ja leicht verarscht, Leute. Ich habe doch irgendwas eingesammelt. Das sah da aus wie eine Taschenlampe oder so. Aber wie benutze ich die denn? Mal alle Tasten ein. So, ich habe jetzt alle Tasten durch. Mausrad. Ich muss bestimmt diesen Fernseher irgendwie kaputt machen. Was ist denn hier noch los? Was muss ich denn hier machen? Du machst mir Angst, du komische Puppe. Ich hab so eine Gänsehaut. Okay, jetzt habe ich die Taschenlampe. Können wir nicht eine Runde Klavier spielen? Alter. Oder dieses Buch lesen? Das ist kyrillische Schrift. Hallo? Frau mit Busen. Mach schnell zu! Mach die Tür zu! Da ist was! Hast du es gesehen? Ich gehe da jetzt nicht raus.
Leute, ich gehe da nicht raus. Hallo, Entschuldigung. Wissen Sie vielleicht einen Weg hier raus? Nein, 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 nein. Nein! Was ist denn eigentlich, wenn man dieses Spiel spielt und nur nach unten auf den Boden guckt, dann ist es ja gar nicht mehr so gruselig. Och nö, nicht. Na, an dich habe ich mich langsam gewöhnt, obwohl du mir immer noch gruselig vorkommst. Stellt euch mal vor, ihr habt sowas neben eurem Bett. Furchtbar. Und ich wette mit euch, irgendwann im Laufe der nächsten 10 Minuten wird sich dieses Scheißding bewegen. Oh oh, ich höre einen Ventilator wieder. Ja. Tatsächlich 21:04, ey, leck mich. Ich geh erstmal hier gucken. In aller Ruhe. Zu. Der Taschenlampenpegel ist auch irgendwie ein Witz, oder? Der hat ja überhaupt keine Reichweite. Ich weiß auch warum. Damit ich Angst bekomme. Nö. Ich gehe einfach schnurstracks runter. Ich bin gegen das System. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Und warum ist diese Tür nie auf? Mach die Boot auf! Was? Woher kommt denn das? Rauchmelder hier. Wo ist denn der? Nö, ich geh weiter. Geh doch nicht mehr an die Seitentür. Da war. Das ist neu. Nee, doch nicht, oder? Oh oh. Oh, das wäre jetzt so krass, würde ich auf meinen Rechner gucken und dort würde auch die Uhrzeit so rumwackeln. Leute. Es sind nur noch 4 Zuschauer da. Ihr habt mal Angst gekriegt, wa? Probier's wie immer mal hier hinten. Was ist hier los? Was ist hier los? Wer hat das rote Licht angemacht? Nee, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nie wieder rein. Oh Gott. Ich muss da rein. Ey, scheiße, Leute. Was ist denn jetzt los? Ich sehe da oben nichts. Ich habe keine Taschenlampe, nichts. Jetzt wäre so ein Pulsmesser angebracht, wa? Oh Gott. Ist das Bild... Ey, das Bild ist diesmal anders, oder? Ist das Bild anders? Ich bin verwirrt. Aber ich sehe hier gar nichts. Wo ist denn hier die Tür? Wo ist hier die Tür?
hier. Jetzt ist sie weg. Mach auf! Jetzt ist sie bestimmt hier, Alter. Ich krieg die Krise. Ich höre sie doch hier rumkräbeln. Okay, ich glaube, die hat uns. Die Musik ist geil, ja. Hä? Wieso ist jetzt hier eine Türe? Ich werd bekloppt. War ja klar. Die bewegt sich jetzt, oder? Ach du meine Fresse. Ja, das ist hier lang. Toll. Komm, nimm mich mal einen Arm. Ich glaube, ich bin verrückt geworden. Nimm mich jetzt in den Arm. Oder du? Nimm du mich in den Arm. Gott, ist das gruselig. Du vielleicht? Oh, küss mich, ich bin dein Prinz. Okay. Uhrzeit rennt noch immer. Die hat Schwestern. Okay, Leute. Das ist ein Zeichen, wenn meine Freundin hier ist. Oh. Da hinten ist so ein Schatten. Hallo? Naja, wenigstens eine schöne Po-Form. Guck mich hier natürlich genau um, Leute. Standardwohnung in Frankreich. Oh. Was ist hier los? Kann ich hier irgendwas drücken? Hm. Leute, das Spiel ist schon ganz schön krass gemacht. Jetzt lese ich das erstmal. Gurke schreibt, die hat einen Unterkiefer vorn rauf und runter gemacht, als wolle sie singen. Macht mir keinen Scheiß. Jetzt geht das wieder los. Aber jetzt habe ich keinen Taschenlampenpegel mehr. Was ist denn das hier? Ach so, das ist nur so ein Riss, ne? Stehen die genauso? Bin mir gerade nicht so sicher. Hast du dich gerade bewegt? Ey, guck mal, ich halte auch jetzt die Maus still und das Bild bewegt sich trotzdem so. Seht ihr das? Das ist krass. Hm. Vielleicht dieser Schatten da hinten. Vielleicht ist das irgendwie, was irgendwas triggert.
Wenn ihr von welcher? Ah, von der Puppe wird das geworfen, von dieser Lampe. Kann ich dich hier irgendwie drehen oder? Ich glaube, das ist gar kein Rätselspiel. Man soll hier einmal nur durchlautschen und entweder es passiert was oder nicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was hier Spielprinzip ist. Ha! Die steht nämlich jetzt anders dort hinten. Die Schattenwurf-Oma. Und die wirft auf einmal auch einen Schatten. Einen gruseligen Schatten. Aha! Ich hab euch durchschaut. Ihr Saubande. Ihr Kopflosen und... Ach! War der Blutfleck vorhin auch schon? Ich sag euch, mit dieser Puppe hier hinten stimmt was nicht. Mit dir stimmt doch was nicht. Ich kann hier aber auch nichts drücken, Leute. Also ich habe überhaupt keinen Einfluss. Ich muss hier einmal nur durchlaufen. Oh, die sieht sauer aus. Warum bist du sauer? Ich hab vielleicht mal Kartoffeln mitgebracht. Muss nur noch schälen und in den Topf schmeißen. Und du? Ah! Warum? Warum tut ihr mir das an? Entschuldigung. Entschuldigung, ich schäle die Kartoffeln selber. Aber das war die Puppe, die hier stand. Und du brauchst gar nicht so wegdrehen. Auch bei dir möchte ich mich entschuldigen. Goa-Party, Alter. Stupid's Goa-Party. Ey, hast mal noch eine Pille für mich übrig? Ich hab heute erst 20 geschmissen. Die vertragen sich nicht so gut mit den Pappen. Okay, Leute, ey, das ist schon geil, oder? Ey, wer macht so eine Spiele, Leute? Wer? Und warum? Boah, ist das irre, Leute. Und die Musik noch dazu, echt Hammer. Ja, alleine würde ich das nicht spielen. Ihr seid ja da. Ich kann noch mal gucken. Die tanzen immer noch. Naja, bei so viel Ecstasy. Die tanzen noch bis nächste Woche Montag. Oh, das ist viel angenehmer. Blaues Licht ist angenehmer als rotes Licht und Goa-Musik. Aber jetzt sind die ganzen Puppen weg. Kann man hier eigentlich mal rein? Hm. Wie gesagt, das Schlimme ist, man hat hier überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas.
Man denkt immer, man kann hier vielleicht irgendwas klicken und triggern, aber ich glaube, das Spiel macht einfach, was es will. Oder? Gemein! Kann ich mal kurz rückwärts gehen? Ich will nur mal gucken, ob die Tür aufgeht. Mach die Boot auf! Nee. Da müssen wir jetzt durch. Solange die tanzen, sind die fröhlich und happy. Ja. Kann ich? Nee. Ah, die guckt jetzt böse. Machst du jetzt was? Machst du was? Naja, wir gehen weiter. Die hat sich bewegt, ich hab's gesehen. Ja, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Komm näher und es wird dunkler. Achtung, es passiert was? Jetzt passiert was. Ah! 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 Warum erschreckt die Puppe nicht? Was ist das nur für ein Spiel? Okay, irgendwas will sie mir doch sagen. Vielleicht soll ich mich mal kurz hier hinstellen. Auf die Plattform oder auf die da hinten. Was ist denn mit dir, mein Mäusel? Weinst du? Weine nicht, wenn die Leber sticht. Dam, dam. Dam, dam. Und der Teppich müsste mal geputzt werden. Ich gehe mal kurz der Reinigungsfirma Bescheid sagen. Bis bald. Oh nee. Oh nee. Jetzt passiert's wieder. Meine Hände kribbeln, mein Unterarm. Ist doch wohl kein Herzinfarkt. Oh nee, jetzt hat die keinen Kopf mehr. Jetzt macht ihr mal einen Kopf, wie die jetzt zu ihrem Kopf wiederkommt. Liegt der vielleicht hier irgendwo? Hm. Komm mal her, Mäuse. Die ist weggerannt. Kopflos ist einfach weggerannt. Wieso ist jetzt hier eine Türe? Das müssen wir untersuchen. Oh ne, da unten ist wieder Goa-Party. Oder Satanisten-Party. Ist jetzt hier hinten keine Tür mehr. Boah, das Spiel ist ganz schön irre. Also normal ist es nicht, oder Leute? Jetzt sind wir uns doch mal einig. Ich muss auch übelst viel pullern, obwohl ich noch gar nicht so viel Bier getrunken habe. Das kommt, weil ich weiß nicht, irgendwas drückt auf meine Blase. Die instabile Psyche. Vielleicht. Und irgendwann würde ich gerne mal hier hoch. Mein Gott! Hallo? Hängst du hier rum, hä? Nach so einem Wochenende Ecstasy hängst du halt nur noch rum.
Komm hier nicht weg. Doch. Alter. Scheiße. Ey Leute, ich hab mich verlaufen. Ey, jetzt hab ich richtig Gänsehaut. Ich hab mich verlaufen, ich sehe hier nichts mehr. Ich bin voll im Dunkeln. So, das kann auch nur Beutel passieren. Oh, hier. Haben sie wieder gefunden. Oh, ey. Hä? Ich hab das Gefühl, wo ist denn jetzt hier vor... Wo ist denn jetzt hier vorne und hinten? Hier in die Richtung kann ich immer noch. Ey Leute, ich blick hier nicht mehr durch. Mein Gott. Es ist und bleibt verwirrend. Ach, jetzt ist da hinten auf einmal wieder eine Tür. Okay, Leute, ich lege mich jetzt hier hin. Die Puppe ist weg. Wir machen die Türe zu. Na gut, Fernsehen ist nicht mehr. Was ist denn das noch für ein Spiel, Alter? Oh, eh. Mach doch auf jetzt! Hier und nimm ein paar Tabletten, irgendwas. Hauptsache weg. Was ist das? An der Decke oben. Ich hab's genau gesehen an der Decke oben. War das Bild da schon? Nee, ey, das Spiel macht mich fertig. Wenn ich dachte, das ist ein kurzes Spiel, es geht nur eine halbe Stunde oder so. Na, jetzt ist hier noch eine Tür, die ist neu. Wir gehen immer durch die neuen Türen, würde ich sagen. Spiegelbild? Nein. Typisches Horrorspiel ohne Spiegelbild. Hier ein riesen Boiler. Badewanne. Pluto. Scheiße! Was? Ah! Was denn jetzt? Colgate. Der Spiegel ist fort. Okay. Das hört nicht auf. Das hört einfach nicht auf. So. Wo gehen wir hin? Mal wieder hier hin, ne? So. Und ab in den Keller. Komm, raus hier. Obwohl, vielleicht geht ihr... Vielleicht geht jetzt die Tür. Nö. Biervampir, bis gleich. Es sind ja auch nur 4 Zuschauer da. Warum auch immer. Gurke, das, was ich meinte. Ich glaube, ich gehe auch nochmal schnell pullern. Es tut mir leid, dass ich so oft muss, aber das liegt an dem Spiel. Und ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel. Wann musst du denn ins Bett, Gurke? Musst du wieder so früh raus morgen? Ich gehe mal schnell pullern.
So, wir ziehen das jetzt hier durch. Die Nachbarn machen nämlich drüben Lagerfeuer. Ich glaube, das ist wesentlich entspannter als das hier. Und wenn wir das durch haben, dann brauche ich erst mal kurz einen chilligen Moment am Feuer. Aber schön, dass ihr alle noch da seid. Der harte Kern ist noch am Start. Und damit meine ich nicht mich, sondern euch. Jetzt ist wieder schön. Geht das jetzt von vorne los? Nö. Nö, da gehe ich jetzt nicht hin. Ah, okay, ich muss. Hä? Dieses. Was soll das? Was? Warum? Ich nehme die Tür hier. Die geht sogar auf. Dann nehme ich die. Wir gehen jetzt einfach nur immer geradeaus, Leute. Bis es nicht mehr geht, okay? Okay, jetzt geht's nicht mehr. Oh. Dann gehen wir halt jetzt rechts. Oh, ey. Seid ihr bescheuert, oder was? Ah. Okay. Hier ist wieder Goa-Party. Sollte ich hier runtergehen? Achtung. Oh. Oh nee, fuck ey. Leute, ich mach die Scheiße hier nicht mehr lange mit. Es ist doch nicht normal, das Spiel. Das ist übelst krass. Das ist wie in so einem japanischen Horrorfilm. Jetzt ändert sich auch noch das Licht. Oh oh, das ist ein Puls, ne? Mist, wir hätten schneller durchgehen müssen. Nein! Unser Herz bleibt jetzt stehen. Oder? Nein, wir sterben. Leute, was zur Hölle war das? Ey, Leute, echt. Ich glaube, ich werde das mal privat offscreen ohne Zuschauer nochmal spielen und gucken, ob da dasselbe passiert. Beziehungsweise das gleiche. Ey, wirklich, richtig geiles Spiel. Hat mir. Also, es passiert ja im Prinzip nicht, ne? Die kurzen Jumpscares. Wie da diese Puppe kam und so, aber das in diese Lichtveränderung und du weißt nicht, was ist denn da jetzt und du hast eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Saugeil. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Precipies. Precipies. Peace. Precipies. Leute, kauft euch das Spiel selber? Ne, es kostet glaube ich nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Vielen Dank fürs Reingucken, macht's gut!